Gut, dann zum Approach Briefing. Ist einmal auf der Chart 10-2 Alpha, Effekte vom 27. November 2003. Mhm. Wir erwarten die Lelem 2 Bravo Arrival. Minimum Sector Altitude gesehen von Male VOA. Wir haben nur Wasser drumherum, ist 1500 Fuß. Die Bahn selber ist 3200 Meter lang. Nach der Threshold haben wir dann immer noch auf der Runway 18 3100 Meter. Und wir haben auch eine Papi, die wir auf der linken Seite erwarten. Mhm. Ansonsten zusätzlich dann werde ich dann noch Full Reverse benutzen. Gut. Hast du noch was Spezielles? Habe ich was vergessen? Nein, nein. Alles klar. Keine Frage. So, wir sehen jetzt hier auf 4 auf der linken sowie auf nach vorne raus die ersten Atolle und die ersten kleinen Inseln. Und wir werden noch etwa 30 Minuten bis zur Landung brauchen. Werte Damen und Herren, nochmal eine kurze Information aus dem Cockpit. Auf der linken Seite jetzt die ersten Inseln des Nordmale-Atolls zu erkennen. Wir werden in 5 Minuten unseren Sinkflug beginnen. Aktuelles Wetter jetzt plus 32 Grad Celsius, vereinzelte Bewölkung, wie es auf der linken und rechten Seite zu sehen ist. Und es ist immer noch mit einzelnen Wärmegewittern zu rechnen. Ladies and gentlemen, as promised, the latest information about Male weather, now plus 32 degrees, few clouds, as you can see on your left and right hand side, and there are also some short thunderstorms in the vicinity of Male. Now on the left hand side you can see the first island of the Male Atoll. Thanks for listening. Presently 115. Report on 341 radio established. I call you 341 established, to you 730. Da unten sieht man jetzt auch sehr schön die kleinen Inseln und da vorne. Das ist ein sehr ein großes Atoll hier. Sehr schön zu sehen. LTU 730 is coming up established, radial 341 inbound. Stand by for further descent. Rest 130, descend 8,000 feet, QNX 101, one report passing flight 300. Wo sind da? 11,000 habe ich verstanden. Reclared 11,000 feet, confirmed 11,000 and call you out of 300, LTU 730. Rest 130, negative, descend 8,000 feet, QNX 101, one report passing flight 300. Down 8,000 feet, 1011 and call you out of 300. LTU 730. That looks good. Yep. Hier links. 018879. Fantastico. 00888. Wunderschön hier. Nothing to receive. Okay, this is QNH. QNH 1011. Cross-checked und wir haben 11,200. Checked, approach checklist. Approach checklist. Briefing. Ist confirmed. ECAM status. Ist checked. Seatbelts. On. Baro. QNH 1011 set. 1011 is set and MDA. MDA is 380 set. 380 set. Engine mode selector. Norm. Completed. Danke. Delta inbound from Royal Island, maintaining 5,500 feet. Victor at 1-2. Sagan, point of departure. Royal Island, Victor Sagan, 1-0. This is 1-2-0, good morning, sir. Center 1-0, degree 05, not QNH 101. Report established final for runway 18. Call established final 18 and. The QNH 1011, LTU 730. The 730, report your DME. Present DME 17. Hier sieht man sehr schön das Male-Atoll, riesig groß. Seht ihr das von den Inseln? Und da, raus, da außen ist das Außenriff. Ja, das sind hier die Inseln. Wir sind jetzt im Inneren des Atolls.
Man sieht hier die Insel hier ganz hinten rumgehen und hier wieder. Das ist also das Male-Atoll, nennt sich das. Und wir sind jetzt im Inneren des Atolls. Da drüben ist Außenatoll und nach diesen Inseln, die da vorne sind, die großen, ist auch Außenatoll. So, Track FPA. First idle of descent. Check. Molly Tower, taxi Charlie Sierra. Toast it on there again. Airborne on 3-0, requesting 5,500 camper. Da vorne kann man sehr schön Male City sehen. Das ist Male City. Da drüben. Das ist die Insel, wo die Stadt drauf ist. Flaps 1. Speedcheck. Ich würde am Final gehen. Geh am Final. Ja, bin schon dabei. Turner. Weil so hoch bist du Offset. Okay. Die Rande ist weiter links. Okay, we have the runway inside. Ich habe everything inside. Mach ein bisschen Line-up auf die Runway 198. Okay. Da drüben sieht man jetzt sehr schön die Stadt Male und links ist der Airport. Mittlerweile ist das ein Riesenareal geworden. Das sind ja auch die ganzen die Wasserflugzeuge, die fliegen hier. Ne? Gut. Your seats for landing. Genau, machen Line-up. Ja. Hotel 730 service in 210 degrees 07 knots. Clear land on way 18. Roger, clear to land 18 at 730. Flaps 2. Speed check, flaps 2. Gut, dann nehme ich jetzt alles raus und mache dann Visual. Ist das okay für dich? Ja, of course. Okay, dann geht jetzt Auto Thrust raus, Autopilot geht raus. Dann Manage Speed bitte. Speed Flight Director is off. Flight Director off. Gear down. Gear down. 2500. Radio Altimeter alive. Cross check. Flaps 3. Speed check, Flaps 3. So, 5 DME, 1390, too high correcting. Uh-huh. Set missed approach altitude 3000 feet. 3000 cent. Flaps 4. Speed check, Flaps 4. Landing checks. Landing checklist. Cabin crew. Is advised. Harbor thrust. Is off. Ica memo. Landing no blue. Completed. Danke. Speed is checked. Yes, yes, no problem. Schön runter ins Lob rein und dann lasst ihr ausschießen. 1000. Checked. Sync rate correcting. No problem. Lass ihr ausschießen. Okay. Das ist wunderschön. Sehr schön, brauchen wir kein Gas, lass sie ausschießen. Okay, alles klar. Hundred above. Checked landing. Minimum. Landing. Checked. Straight ahead, wir kommen ins Low Point. Kein Gas, lass sie ruhig rein. Okay, alles klar. Sagt er, die 100 holen wir wieder rein. Okay. 200. Schön runter auf die Threshold. Ja, okay. Wunderbar. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 8. Ground supporters. Reverse green. Okay, you control. I have control.
after landing when available. So, hier rechts ist frei. Flaps. Retracted. Spoilers. Disarmed. APU. Start. Radar. Is off. Und Predictive Wing Shear System. Off. Damit ist die After Landing Checklist completed. Parking checklist. APU bleed. Is on. Engines. Off. Seatbelts. Off. Exterior lights. Off. Fuel pumps. Off. Parking brake and shocks. The brake is set. Damit ist die Parking checklist completed. Danke. Good morning, brakes released.